Grüß euch, liebe Zuseher. Nochmal herzlichst willkommen, liebe Zuseher, hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Ich bin noch etwas außer Atem. Mein Hund hat mich dazu verdonnert, hier rauf zu marschieren, zu diesem Wasserspeicher Neudörfel. Da geht es ja, 300 Meter, aber wirklich so bergauf. Meine Schenkel sind geschwollen, aber wir haben es geschafft. Ja. Nun zum heutigen Video. Mit Freude darf ich Ihnen mitteilen, dass mein Kanal zwar zart, aber stetig wächst. Das freut mich natürlich sehr. Und mit der Anzahl meiner Zuseher vermehrt sich auch die Anzahl der E-Mails, die bei mir eintreffen. Und ohne zu über- oder untertreiben, es sind etwa 5 bis 10 E-Mails, die mich täglich erreichen von Ihnen. Also es ist noch nicht so wild, dass ich schon einen Sekretär benötigen würde. Ganz und gar nicht, das ist mehr als überschaubar. Aber es sind oftmals Themen dabei, die nicht so leicht zu beantworten sind, wissen Sie? Obwohl ich sehr gerne mit Ihnen kommuniziere. Ich sehe das immer aus Ihren Augen, denn auch ich tue das aktuell. Ich hole mir Info zu Themen, in welchen ich nicht so sattelfest bin. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Sie müssen das aber neutral sehen. Ja? Es kommt vor, dass ich alle paar Monate mit einer Kategorie C-Wache auf den Schießstand gehe, auf den 100-Meter-Schießstand und dort an die 100 Kugeln losschicke. Das macht mir Spaß, auf die Zielscheibe, ja, ein Hobby. Vor einigen Monaten entwickelte ich Leidenschaft für Faustfeuerwaffen. Dazu benötigt man allerdings eine Waffenbesitzkarte und ich möchte die in den nächsten 2-3 Monaten machen. In Österreich ist das zum Glück weit einfacher als in Deutschland. Natürlich haben wir auch hier bei uns gewisse Auflagen zu erfüllen. Aber es ist nicht derartig schwer wie in Deutschland. Denn, liebe deutsche Nachbarn, euch wurden diesbezüglich ja völlig die Zähne gezogen. Ich hoffe, das passiert in Österreich nicht oder zumindest nicht, bevor ich die Waffenbesitzkarte gemacht habe. Denn ich möchte gern auf den Forstfeuerwaffen-Schießstand gehen. Ja, ein Hobby. Ich kenne mich nicht wirklich mit diesem Thema aus, nur oberflächlich. Also ich bin absolut überhaupt kein Profi. Habe mir jetzt hunderte Stunden an Material auf YouTube reingezogen, habe recherchiert diesbezüglich, weil ich sicher gehen möchte, mir in Zukunft etwas zuzulegen, mit dem auch meine Frau, falls sie ebenfalls die WBK machen möchte, zurechtkommen würde. Denn ich habe es auf etwas abgesehen, das ziemliche Überzeugungskraft innehat und ziemlich kickt. Ja? Und da bin ich mir nicht so sicher, wenn das dann in den Händen meiner Frau ist am Schießstand, ob die das auch wirklich kontrollieren kann. Und deswegen habe ich einen Herrn angeschrieben, der einen YouTube-Kanal ja, führt auf YouTube, wo es um dieses Thema geht, und habe ihn zu diesem Thema befragt. Ich bekam eine ausführliche und tolle Antwort und konnte damit arbeiten. Und das hat mich natürlich gefreut. Und ich weiß, dass das bei Ihnen beim Thema Hund ähnlich ist. Ja? Auch Sie sind da vielleicht nicht so sattelfest und holen sich Info von Leuten, die da etwas mehr Ahnung haben. In diesem Fall seh ich mich als diesen YouTube-Kanalbetreiber, der Ihnen eine Antwort gibt, so wie dieser mir eine gegeben hat. Ja? Deswegen kommuniziere ich sehr gerne mit Ihnen, denn ich kann das verstehen. 6 von 10 E-Mails, die ich von Ihnen bekomme, handeln davon, welchen Hund könntest du mir empfehlen? Verstehen Sie, was ich meine? Ja? Und in der Hälfte dieser 6 E-Mails sollte der Hund sein familientauglich, ein guter Bewacher und Beschützer, ein unternehmungslustiger Hund, ein lernbereiter Hund, ein ja, gesundheitlich robuster Hund sein. Also ein guter Allrounder, deswegen auch zuletzt dieser Länderwettkampf der besten Allrounder, weil das die Art Hund ist, die weltweit am meisten gesucht wird. Und das ist wieder eine Bestätigung diesbezüglich, möchte ich sagen. Eine gute. Ja, dieses Video, das ich hier jetzt bringe zum Thema, das ich hier jetzt ansprechen möchte, damit, soll nicht stellvertretend sein für Antworten, die ich Ihnen gerne geben
möchte, wenn Sie mich anschreiben. Es ist nur ein weiterer Schubs in die richtige Richtung. Sie können mich aber gern trotz dieses Videos weiterhin anschreiben und zu Themen befragen. Ich wiederhole mich, ich beantworte Ihre Fragen, soweit es in meiner Macht ist, gerne. Ja. Ich mache das gerne. So, jetzt zum Thema. Ich sage Ihnen was. Meine Meinung zur Hundekategorie, welche am ehesten in Frage kommt, wenn Sie als absoluter Neuling in der Materie auf der Suche nach einer Hunderasse sind, die familientauglich ist, die ein guter Beschützer ist, die ein guter Bewacher ist, die unternehmungslustig ist, lernbereit ist, intelligent ist, die gern immer und überall mit Ihnen dabei ist und eine gewisse körperliche Gesundheit, also eine Robustheit, eine gesundheitliche Robustheit vorweist, dann kann ich Ihnen meinerseits die Kategorie der Schäfer- und Hütehunde empfehlen. Das ist so. Das war schon immer meine Meinung und das wird immer meine Meinung bleiben. Weshalb, schauen Sie, es gibt so viele Schäferhunderassen, Hütehunderassen. Allein beim deutschen Schäferhund gibt es verschiedene Linien. Bleiben wir bei den Showlinien, den Langstockhaar, den stockhaarigen deutschen Schäferhund. Selbst die unterscheiden sich voneinander, nicht nur in der Fellbeschaffenheit, sondern oftmals auch im Charakter, denn man sagt dem Langstockhaar Schäferhund nach, er sei etwas ruhiger als der stockhaarige. So wirklich bestätigen wage ich mich nicht diese Aussage, aber ja, man sagt es. Es gibt beim deutschen Schäferhund die Leistungslinie und wie gesagt die schon zuvor angesprochene Showlinie, die Leistungslinie, die Hunde, die eher gesünder gebaut sind, wo man eher darauf achtet, gerade Rücken hervorzubringen. Hunde, die oftmals eine nicht derartig satte Farbe vorweisen, die zumeist in Wolfsgrau oder Schwarz vorkommen, die auch nicht derartig substanzvoll sind zumeist, aber weit mehr Feuer haben, viel quirliger sind, triebiger sind, etc. Leistungslinie. Und es gibt die DDR-Linie. Ich wollte so gern schon mal ein Rasseporträt auf meinem Kanal über diesen Hund bringen. Doch lieber Zuseher, ich sage Ihnen was. Der deutsche Schäferhund der DDR-Linie macht es mir, wenn es um Bilder geht, wahnsinnig schwer. Ich bin immer darauf erpicht, nur dann Hunde zu bringen, wenn ich lizenzfreie Bilder von diesen Hunden finden kann. Das ist beim deutschen Schäferhund der DDR-Linie wahnsinnig schwer. Wenn Sie Besitzer eines deutschen Schäferhunds einer echten DDR-Linie sind, dann würde es mich sehr freuen, wenn Sie mir einige Bilder zukommen lassen würden, mit denen ich auf meinem Kanal arbeiten dürfte. Zum Thema DDR-Linie, denn im Netz gibt es wirklich nicht viel. Also hier kann es mir leicht geschehen, dass dann verlangt wird, ich solle mein Video löschen, weil ich hier einen Hund präsentiere, dessen Besitzer damit nicht einverstanden ist. Mit einem Video ist mir das schon geschehen. Ja? Ich möchte nicht sagen, mit welcher Rasse, aber es ist mir geschehen, das musste ich wieder vom Netz nehmen. Ist mir ein Fehler geschehen und ich brachte das Bild eines Hundes, einer Züchterin, die verärgert war, weil ich sie vorher nicht um Erlaubnis gefragt habe. Das war aber keine Absicht. Ich war bei diesem Video der Meinung, dass das ein lizenzfreies Bild war. Ja. Also, DDR-Linie, die ebenfalls für mich ja, eine reine Leistungslinie ist, ganz klar, ist eine Leistungslinie, DDR-Linie, die sich nicht nur charakterlich von den westdeutschen Schäferhunden unterscheidet, wenn ich so sagen kann, sondern auch optisch ein wenig. Die DDR-Linie ist zumeist gedrungener, haben im Vergleich zum Körper einen wuchtigeren Kopf, sind zumeist Wolfsgrau schwarz und wenn sie schwarz-braun sind, ist auch hier die Farbe meistens nicht derartig satt. Haben meistens einen geraden Rücken, weit weniger Probleme mit Hüftgelenksdysplasie, auch die kommt vor bei der DDR-Linie. Und sie gelten als triebiger wie die westdeutsche Showlinie, aber als gemäßigter wie die westdeutsche Leistungslinie. Das ist jetzt alles grob ausgedrückt. Ja, wenn ich mal ein Video über die DDR-Linie bringe, fantastische Linie des deutschen Schäferhundes, fantastische Linie, dann gehe ich hier detaillierter in das Ganze ein. Ja, also wie gesagt, verschiedene Typen allein beim deutschen Schäferhund. Es gibt kroatische Schäferhunde, ja, es gibt tschechische Schäferhunde, wir haben australische Schäferhunde, den Cattle Dog für mich. Wenn es um Schäferhunde ähnlicher Typen geht,
die eher klein und kompakt sind, ist das meine absolute Nummer 1, der Kettle Dog. Da fährt die Eisenbahn drüber. Ich habe schon oft darüber spekuliert, bevor ich Vito hatte und bevor ich mit Kane Corso spekuliert habe, mir einen Kettle Dog zu nehmen, weil das ein fantastischer Alleskönner ist. Wir haben belgische Schäferhunde, wir haben französische Schäferhunde, russische Schäferhunde. Schauen Sie, nicht alle Schäferhunde sehen sich ähnlich. Wir haben Schäferhunde, die in verschiedenen Ländern entstanden sind, die sich sehr ähnlich sehen. Deutsche Schäferhunde sehen häufig belgischen Schäferhunden ähnlich oder tschechischen Schäferhunden ähnlich, auch russischen Schäferhunden, osteuropäischer Schäferhund ähnlich. Aber es gibt auch Schäferhunde, die optisch wenig bis gar nichts mit diesem Schäferhundetyp zu tun haben, wie zum Beispiel französische Schäferhunde, der Briard oder der Picard, aber das sind ebenfalls echte Schäferhunde. Nun, was haben die aber alle miteinander gemein? Weshalb sind sie für mich die geeignetste Hundekategorie, wenn sie auf der Suche sind nach einem Hund, familientauglich, guter Beschützer, guter Bewacher, unternehmungslustig, lernfreudig und gesundheitlich robust? Zu letzteren möchte ich sagen, selbstverständlich ist kein Hund davor gefeit, zu erkranken. Verzeihung, ich bin gerade ihm da so ein Ding in den Mund geflogen. Aber es gibt hier Schäferhunde-Rassen, die sind gesundheitlich robuster, ganz klar. Und dann gibt es welche, die sind gesundheitlich anfälliger. Wenn wir uns die Showlinie des deutschen Schäferhundes ansehen, Sie wissen schon, sehr stark abfallender Rücken. Diese Hunde sind prädestiniert für HD, Hüftgelenksdysplasie, ED. Ganz klar, würde ich immer und ewig die Finger von derartigen Linien lassen. DDR-Linie, Leistungslinie, das ist wieder eine ganz andere Geschichte. Aber zum Beispiel, wie die von mir zuvor angesprochenen französischen Schäferhunde, Briard, Picard, Bousseron, das sind Hunde, die anatomisch recht gesund gebaut sind. Schäferhunde sind generell sehr gesund gebaute Hunde im Vergleich zum Beispiel zu den schweren großen Molossern, die hier, wenn es um den Bewegungsapparat geht, weiter anfälliger sind. Ja? Also, Schäferhunde sind im Gesamten recht robuste Hunde. Sie sind meistens von guter Größe. Selten haben sie Riesen dabei, wie den osteuropäischen Schäferhund zum Beispiel. Und auch eher selten kleinere Hunde, wie zum Beispiel den australischen Kelpie oder den Australian Cattle Dog. Zumeist bewegen wir uns bei den Schäferhunden im Bereich der Malis und der deutschen Schäferhunde. Ja, also Schulterhöhen zwischen 60 und 68 cm. Also von guter Größe, zumeist die Schäferhunde. Sie sind alle höchst leistungsfähig, sie sind alle schnell, beweglich, explosiv und die meisten Schäferhunde strotzen vor Kraft. Alle Schäferhunde weisen eine hohe Unternehmungslustigkeit vor. Das sind sehr unternehmungslustige Hunde, die immer und überall mit ihnen dabei sind. Alle Schäferhunde haben einen hohen Will to Please, zeigen eine große Lernbereitschaft, müssen sie, sonst wären es keine Schäferhunde. Was sie noch alle gemein haben, egal welcher Schäferhund, alle Schäferhunde, wenn sie dem Rassestandard entsprechen, werden mit einem natürlichen Wach- und Schutztrieb geboren. Natürlich gibt es Schäferhunde, die miese Bewacher oder Beschützer sind. Ganz klar, individuelle Geschichte. Aber im Cross sind Schäferhunderassen, egal welche, der eine besser, der andere weniger gut. Ein Border Collie ist seltenst ein derartig guter Wach- und Schutzhund wie ein deutscher Schäferhund. Ein Border Collie ist aber ein Hüterhund, ein Treibhund, ein Schäferhund. Aber hier würde ich eher, wenn es um das geht, zum Australian Shepherd, Verzeihung, greifen. So viele Rassenamen im Kopf, die können schon mal verwirren. Aber generell sind Schäferhunde sehr gute Bewacher, sehr gute Beschützer. Sie sind äußerst lernbereit, müssen sie sein. Lernwillig, hohen Will to Please, sonst können sie ihre Arbeit nicht verrichten. Und es sind exzellente Familienhunde. Noch dazu sind die meisten, oder alle, für mich zumindest, wunderschön. Also, mein Tipp, wenn Sie auf der Suche sind nach einem Hund, der das alles kann, dann kommen Sie an Schäferhunden nicht vorbei. Es gibt viele tolle Kategorien, die da hinkommen. Doch bei einigen hapert es dann immer irgendwo. Bei Schäferhunden ist es so, dass sie zumeist immer ins Schwarze treffen bei diesen Themen. Ja? Bei Molossern hapert es zum Beispiel manchmal mit der gesundheitlichen Robustheit, mit der Unternehmungslust bei den ganz schweren Kalibern. Nur als Beispiel.
Bei den Herdenschutzhunden haben sie fantastische Beschützerbewacher dabei, aber auch da weniger Bewegungslust, Unternehmungslust. Sie wissen schon, die sind strotzen vor Gesundheit, ja, aber und so weiter und so fort. Bei Windhunden, bei D und Tata. Ah, das einzige Manko, das es bei Schäferhunden zu erwähnen gibt, meiner Meinung nach, ist, dass sie oft, wenn es ums Sozialverhalten geht, etwas kantig unterwegs sind. Im Vergleich zum Beispiel zu Hounds. Nehmen wir hier Foxhounds, Hounds, Hunde, die in der Meute jagen. Das sind Hunde, die sind auf Sozialverhalten forciert worden. Die müssen mit mehreren anderen Hunden, gleichgeschlechtlichen Hunden, auskommen. Das ist zum Beispiel bei den Schäferhunden nie der Fall gewesen, ganz im Gegenteil. Sie sind vielleicht nicht derartig kantig unterwegs wie Herdenschutzhunde oder Terrier. Terrier, die eine der streitlustigsten Hundekategorien der Welt für mich ist, wenn es um Begegnungen mit fremden Artgenossen geht. Ja. Aber Schäferhunde sind hier oftmals kantig unterwegs. Gern mal auch der Boss im Ring. Aber das ist ja, eine Sache, die nämlich jedem Hund passieren kann. Das Ganze gleicht der Will-to-Please, die Lernbereitschaft der Schäferhunde aus und ist dann zumeist gut kontrollierbar ihrerseits. Ja. Also, nochmal. Meine Bitte an Sie, schreiben Sie mich weiter an. Ich helfe Ihnen gern, soweit ich es kann. Ich kommuniziere gern mit Ihnen, tausche mich gern mit Ihnen aus, gebe Ihnen Tipps. Bei manchen Dingen kann ich Ihnen selbst nicht weiterhelfen, ganz klar. Ja, aber wenn ich das kann, tue ich das gerne. Doch dieses Video soll Ihnen ebenfalls weiterhelfen, weil, wie gesagt, 6 von 10 Videos gehen ums Thema, was ist der richtige Hund für mich? Und die Hälfte dieser 6 Videos, also 3 von diesen 6 Videos, gehen ums Thema, ich würde einen Hund suchen, familientauglich, guter Bewacher, Beschützer, gesund, unternehmungslustig, lernbereit und so weiter. Ja. Schäferhunde. Sehen Sie sich in der Kategorie Schäferhunde um. Recherchieren Sie, tun Sie das. Der gefällt mir. Ja, wenn Sie Fragen haben zur Rasse selbst, schreiben Sie mich an. Soweit ich kann, werde ich Ihnen helfen. Lieber Zuseher, es hat mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen. Und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Jetzt gehe ich wieder nach Hause und Sie wissen, bergab ist immer angenehmer als bergauf, zumindest für mich. Das war's schon wieder.